Das Ende ohne Salat. Beschissen. Ja? Richtig beschissen. Hä, was? Guck mal auf Nahims. Hä, was ist das? Okay, das sieht gruselig aus. Das ist nicht gesund. Das war too much. Bro, das schmeckt gerade wirklich sehr eklig. Moin, ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich habe mir was Spezielles überlegt. Wir werden heute nicht drehen. 1000 Euro, wer uns den besten Döner zeigt, sondern 1000 Euro, wer uns den schlechtesten Döner zeigt. Wie das genau ablaufen wird, werdet ihr gleich noch sehen. Ich würde sagen, wir starten direkt. Ich hole die Jury dazu. Wir haben heute den guten Nahim und Evanio in der Jury. Ja, und ich würde sagen, ich rufe die mal zu uns. Jury, bitte einmal zu mir! Servus! Servus! Moin, mein Bester! Schön, dich zum ersten Mal zu sehen! Ja, schön, dich heute zum ersten Mal zu sehen. Ja, geil, dass ihr am Start seid, Mann. Freut mich. Danke, dass ihr sein dürft. Ich hab richtig Bock auf eine Lebensvergiftung. Oh, was habt ihr gedacht, wo ich gesagt habe, dieses Format? Das Ding ist, ich bin auf Diät, ne? Das heißt, mir schmeckt eigentlich alles. Aber trotzdem habe ich ein bisschen Angst, weil ich will keinen Magen-Darm bekommen. Ja, ich finde es sehr schlimmer, wir beide haben nichts gegessen. Du ja schon. Wir haben nichts gegessen und auf leeren Magen einen schlechten Döner jetzt noch. Wir können. Ich habe auch voll Hunger. Ja, weißt du, was wir könnten? Wir könnten gucken, wenn man bei einem Dünnes kriegt, dass wir das in die Bewertung mit einfließen. Oh, geil. Ich hoffe nicht, ne? Ich hoffe echt nicht. Einen Döner nicht hinzukriegen ist schon echt schwer. Ich könnte wetten, so wie die Jungs gleich geredet haben, bevor ich was sage, wir holen vielleicht die Jungs zu mir, bevor ich sage, das wird gar nicht so schlimm. Zuschauer, bitte zu uns. Moin. Servus. Servus. Moin, wie geht's? Alles gut? Moin. Servus. Moin. Moin. Grüß dich. Moin. Oh, hi, mein Lieber. Schön, dass ihr am Start seid. Mein Name ist Kevin, ich bin 23 Jahre alt, ich komme hier aus. Ich freue mich echt, heute dabei zu sein. Moin, ich bin Welf, 35 aus. Und ich habe heute den Versuch gestartet, den schlechtesten Döner in zu klären. Also ich bin Jonas, ich bin 22 und danke schön, dass ich im Video dabei sein darf. Also Jungs, erstmal schön, dass ihr am Start seid. Wie schwer war es zu finden, so einen schlechten Döner? Also für mich persönlich war es eigentlich überhaupt gar nicht schwierig. Ich war schon mal hier essen, also von daher. Wie war deine Erfahrung mit dem Laden? Ist der so schlimm? Ja, was heißt schlimm? Es hat einfach nicht geschmeckt. Wir haben alle nicht gegessen. Jeder hatte irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen danach. Also Bauchschmerzen? Dünnes auch? Habt ihr dünnes? Nein. Aber habt ihr so, ich hatte mal nach einem Döner so richtig Magen, es hat so geblubbert gefühlt. Ich hatte richtig Krämpfe so ein bisschen. Ah, so kann man sagen, ja. Aber Jungs, es wird schwer für euch, weil ich bin auf Diät, ne? Also mir schmeckt gerade alles, ne? Aber die können ja auch tricksen. Die können ja Sachen reinmachen und alles Mögliche. Also genau, dazu noch was. Also wir machen gleich vielleicht nochmal eine Vorstellung gleich extra von den Jungs, wenn wir den Döner rausholen, werden sich die Jungs nochmal vorstellen. Regeln. Also ich sag euch, das braucht jetzt auch nicht komplett hundertprozentig durchdacht sein. Aber ich habe mir einfach gedacht, ihr könnt normal einen Döner holen, ein bisschen spielen. Wenn ihr seht, die Soße sieht scheiße aus, die nehmen wir mal. Oder die ne? Das ist ja, oh, jetzt habe ich auch noch gepupst. Aber ihr dürft jetzt nicht irgendwie sagen, hau 3 Liter Soße. Also es muss doch ein Döner sein, den man auch so holen würde normalerweise. Ne? Drücken wir es mal so aus, einer von uns geht eh rein. Oder vielleicht gehen wir alle rein und werden dann auch euch auf die Finger gucken. Einer von euch wird dem Besitzer sagen, dass wir den schlechtesten Döner finden. Ich wollte euer Gesicht da machen. Nein. Wir werden nicht zeigen, welcher Laden. Sinn dieses Videos ist es nicht, irgendjemand schlecht zu reden. Deshalb wird nichts vom Laden zu sehen sein. Das Einzige, was wir machen, wir werden versuchen, auf Undercover da rein. Und wenn das passt, vielleicht ein paar Aufnahmen vom Laden, wenn man nicht checkt, welcher Laden das ist. Ja, und dann gehen wir jetzt erstmal ersten Döner rausholen. Da bin ich gespannt, wie wir abkotzen. Ah, das Ding ist, der Laden ist halt richtig gruselig. Ohne zu spoilern, wir zeigen ja nichts, ne? Ja. Der verkauft wirklich alles von Schnitzel bis Fisch. Ey, wer hier Fisch isst, der würde auch aus dem Müll trinken. Also wirklich, das ist echt. Vor allem, der ist die ganze Zeit auch leer, ne? Wir stehen hier schon eine Weile. Keiner geraumt. Es ist kein Kunde da. Alter, das ist so ein Laden, da gehst du nicht rein. Ja, komm, wir holen den raus, Mann. Und dann gehen wir in Runde 1. 1000 Euro werden es den besten Döner. Das ist krass. Ja, und bewerbt euch natürlich. Den schlechtesten. In den Kommentaren fürs nächste Format. Besten, schlechten Döner überall in Deutschland. Alles, was ihr wollt. Dann gehen wir rein, oder? Let's go. Ja, Mann. Den Laden habe ich ausgesucht. Ich war vor knapp einem Jahr mit ein paar Kollegen hier essen. Alle haben den Döner nicht aufgegessen und er ist Katastrophe. Deshalb bin ich eigentlich recht siegessicher, dass ich das Ding mache. Oh nein, Bruder. Wie sieht denn der Spieß aus? Leute, ich habe einmal reingeguckt. Du weißt bei dem Spieß nicht, ob das ein Sucuk-Spieß ist oder überhaupt ein Fleischspieß oder vegan. Ey, warte, der guckt. Ist doch egal, du tust so, als würden wir ihn jetzt ausrauben wollen. Ey. Wie machen wir uns Döner? Also, der Moment, wenn er überlegen muss. Außer Weißkraut, die beiden Salate würde ich nehmen. Und das ist Curry und das ist scharf sicherlich, oder? Ja, das ist Curry und scharf. Oh, ich mach das. Du machst Curry? Ja. Dann lassen wir das, glaube ich, aus. Nee, dann würde ich auf jeden Fall gerne scharf nehmen und Cocktail. Der Spieß sieht so scheiße aus, Leute. Er macht den nicht mal kross. Der sieht roh aus. Das ist wild. Also wir sind am Start. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir überhaupt was drin zeigen können oder zeigen konnten. Ich kann es euch nicht sagen. Was sagt ihr zum Döner?
Das ist sogar okay. Das Brot ist ja Standard so, ne? Aber das Fleisch, das ist ja gar nicht. Wollen wir erstmal das Fleisch mal probieren? Ja, aber guck mal hier rauf an die Zuschauer nochmal. Er hat es nicht kross gemacht. Er hat das nicht nur innen roh, sondern außen. Hat er noch nie einen Döner gesehen, denke ich mir. Der Spieß sah schon echt schrecklich aus. Ja. Und man muss echt mal sagen, die Soßen waren teilweise nicht dickflüssig, sondern flüssiger. Das heißt auch sehr viel mit Wasser wahrscheinlich gestreckt, sag ich jetzt mal. Wollen wir erstmal nur das Fleisch probieren? Nur das Fleisch, würde ich auch sagen, ja. Boah, das schmeckt halt echt nicht gut. Das schmeckt aber nicht echt. Boah, das schmeckt wie Gummi. Boah, ich will nicht runterschlucken. Boah, das ist... Also guck mal, ich will noch kurz sagen, alle Zuschauer, ne, wir lieben Essen, ne, wir respektieren auch jedes Essen. Und ich bin auch dankbar, dass ich essen darf. Mich kriegt man so schnell mit Essen, ne? Aber das Fleisch ist furchtbar. Todeshunger gerade, ne? Todeshunger, aber selbst das schmeckt wirklich nicht gut, ne? Vor allem, warum ist es so kalt? Der war doch gerade fertig gemacht erst. Jungs, was sagt ihr von der Optik? Also ich finde ihn überladen und die Soße schmatzt überall raus. Ich finde den schon heftig. Ist auch lustig, wie die jetzt den Döner so gut reden, ne? So. Hat er gemacht, ne? Ey, das Brot ist aber auch überdick. Guck mal, wie fett, was für ein Brotstück hier. Ja, komm, wir probieren mal, ja, komm. Jetzt wollen wir mal so reinschlagen, noch alle. Oh, ja. Nein, wir sind verkackt. Nein, wir sind zu Hunger. Oh, 31er. Sehr wässrig, Mann. Weißt du, warum ich Soßen so liebe? Mhm. Soßen retten auch den schlechtesten Döner der Welt. Die übertönen alles. Die retten echt viel gerade. Ich schwöre, der Döner schmeckt gerade nach Brot und Soße. Der schmeckt wirklich nach Schaf, Curry und Brot. Um Pferd wiederzugeben in seinen Worten, was ist Soße? Zucker und Fett. Ohne Soße wäre der grausam, aber das Fleisch schmeckt man quasi gar nicht. Es ist wirklich einfach nur Soße. Aber ich liebe Soße. Ich schmecke auch nur Salat und Soßen. Es schmeckt nicht so schlecht. Ja. Also, ich schwöre, es ist so. Es schmeckt so schlecht, ne? Man darf das Fleisch nicht probieren einzeln, das darf man nicht. Ey, der Dönermann hat mir gerade so tief in die Augen geguckt. Ja. Oha. Bruder, bei mir komplette Eskalation. Ja, Kamerabonus gemacht, trotzdem noch. Ja. Ey, das ist so krass, ne? Ich muss echt sagen, der Döner schmeckt nicht so schlecht, weil wirklich die Soßen das komplett ausgleichen, alles. Ich will jetzt dazu nichts sagen. Aber die Jungs hätten auch ohne Soße bestellen können. Ach so, leck mich. Ich habe keinen Fleischgeschmack, ich habe irgendwie Salat so ein bisschen und Brot nur und Soße. Jungs, wir brauchen nicht aufessen jetzt, ne? Wir haben noch gleich zwei weitere Döner. Ey, du hast Hunger. Ich habe auch Hunger. Ey, ich hab Hunger. Die schlängen den runter, Alter. Jungs, was sagt ihr denn vom Geschmack? Ist eine 6 von 10 bei mir. Ja? Nein. Und was sagst du? Ey, du wirst geblendet von der Soße. Ich sag ganz ehrlich, 4 von 10. Also es ist eine Hälfte nur Salat, die andere Hälfte nur Fleisch. Aber spürt ihr das Fleisch? Oder spürt das wirklich nicht? Minimal schon, aber die Konsistenz allgemein ist nicht so geil. Aber trotzdem 6 von 10 ohne Fleisch. Der Kohl, den schmeckt man nicht und das Fleisch schmeckt man nicht. Nur die Soßen und den Salat so, ne? Also man kann es essen, finde ich. Safe. Also Hauptsache, du bist ehrlich und ich muss sagen, man kann es echt essen, ja? Also ich muss auch zustimmen, man könnte ihn aufessen auf jeden Fall, ne? Es ist halt wirklich nur Brot und Soße. Also sagen wir, du würdest jetzt vergleichen mit einem Pferderdöner oder mit einem wirklich sehr guten Döner, da würde der wirklich komplett ins Klo greifen. Man muss immer berücksichtigen, wir haben Todeshunger. Nur weil die Soßen jetzt gut schmecken, muss man das Gesamtergebnis trotzdem bewerten. Klar, wir schmecken nur Soßen, aber es ist trotzdem ein gutes Produkt. Das Fleisch ist schon echt sehr schlecht. Das Fleisch ist echt sehr schlecht. Ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen schlechter, bei das Fleisch zu essen. Aber der Rest ist echt annehmbar, die kann man machen. Ich würde sagen, wir snacken auf, machen dann die Bewertung. Yes, let's go. Das Ende ohne Salat, beschissen. Ja? Richtig beschissen. Aber es schmeckt gar richtig eklig, ne? Bruder, das schmeckt gerade wirklich sehr eklig. Also, das ist echt schwierig. Also, nicht die Bewertung jetzt zu uns sagen. Ihr müsst so, dass keiner von den anderen sieht. Ja, das war, ich sag dir echt, das war einfach Brot mit Soße. Nahim hat noch das Ende komplett mitgenommen. Ey, das Ende war wirklich ekelhaft. Also, ohne Spaß. Am Anfang hat der Salat und das Dressing sehr, sehr viel ausgemacht. Aber das, zum Ende hin wurde das echt schlimm, muss ich sagen. Also, es ist einfach so, auch wenn man die Soße nimmt. Ich spüre jetzt immer noch die Süße, als wäre das irgendein süßes Dressing auf dem Eis oder so. Also, sie versuchen alles rauszuholen, dann noch mit den Soßen. Und man muss es realistisch sehen. Auch wenn man im ersten Moment denkt, so, ja, die Soßen schmecken ja. Was war das für ein Produkt, ne? Was war das jetzt? Wirklich? Komplett für ein Produkt. Oh, was gebe ich denn? Du musst ganz rational daran gehen. Ganz rational. Deswegen, ey, komm, das ist realistisch rational. Meiner Meinung nach. Okay. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Oh, ja, schwer, ja. Oh. Oha. Meinst du, sehr hart ausgefallen? Können wir 3-2-1 machen, lass uns machen? Deins ist sehr hart ausgefallen. Ja, ja, hau raus, nein. Was hast du? Ich habe 3,9 aufgestellt. Oh! Okay, ihr seid voll nett noch. Deswegen, ich kann es auch begründen, weil eine 5 ist für mich so, okay, man kann es essen. Ich fand aber zum Ende hin wurde es wirklich schlimm mit dem Fleisch. Also das war wirklich, ich hatte das Gefühl, dass ich jetzt direkt, wenn ich jetzt noch so weitermache, dann Magen-Darm bekomme. Hätte ich jetzt noch einen zweiten gegessen, weißt du? Ja. Okay, ich mach mal einfach zwei dann. Freut mich, du bist der Hauptcharakter. Ich bin ja hier der... Bruder, als ob du... Du bist Mensch. Digga, als ob du genau... Ja.
Ich will nur bei den Kindern das Gleiche. Nächstes Mal haben wir einen. Ich habe auch 3,9. Ich schwöre, ich habe es nicht gesehen. Ja, ich auch nicht bei dir. Ich schwöre auf meine Mutter, habe ich nicht. Krass, ich dachte, dass du weiter runter gehst, sag ich dir ehrlich. Ich dachte auch, du bist viel strenger. Dachte. Einfach, weil man muss auch irgendwo berücksichtigen, er hat nicht so kacke geschmeckt, aber wenn man von ausgeht, vom Durchschnitt. Es gibt einen Durchschnitt, der ist nicht gut, nicht schlecht und der hat vielleicht noch vernünftige Zutaten, ist aber einfach Standard. Das ist eine 5 von 10, aber der hat so schlechte Zutaten gehabt. Das Ding war einfach, das Fleisch war so unendlich schlecht. Also zum Schluss kannst du da nicht mehr als 3,9 geben. Ich fühle mich gerade echt schlecht, Leute, weil ich habe 3,2 gegeben. Und ich dachte, ihr seid auch so kann drauf. Ich aber auch verstehen. Weil kann ich verstehen. Was du gerade beschrieben hast, ist für mich das perfekte Beispiel. 5 von 10 ist für mich Standard. Ja. Und der war nochmal ein gutes Stück unterm Standard, finde ja, ich. Ja, der war und das drunter. Sind so 2 Punkte für mich, deswegen 3,2. Weil ich sag euch ehrlich, das Fleisch war roh. Hallo, das geht nicht, Mann. Du kannst nicht rohes Fleisch verkaufen. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber habt ihr auch Bauchschmerzen ein bisschen? Ja, ich bild's mir ein, safe. Lass uns vielleicht eine Wette machen. Wer als erstes auf Toilette geht, hat verloren. Okay, ich muss jetzt schon leichen, merke ich. Also ich will nur einmal kurz so. Wie hat dir das geschmeckt? Das sehr gut. Ja, ja. Denkt ihr, könnt ihr mithalten noch mit der 3,9 oder wird hart? Die letzten Bisse waren wirklich hart. Also ich sage ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch irgendwas so um die 4 gesagt, weil der Döner war schon wirklich miserabel. Was sagst du zu deinem Döner? Mehr als 4 geht nicht. Also abschließendes Wort nochmal zu dem Döner. Augen zu, ohne zu wissen, was da drin herrscht, kann man ihn auch essen. Und deshalb 3,9. Aber auch nachvollziehbar, auch weniger nachvollziehbar. Also alles in Ordnung. Aber der ist ja auch keine 2, das wollte ich auch nee, das also ist ich finde 3 bis 4 ist okay. Ab zum nächsten Laden, ich bin gespannt. Ja. So, wir sind bei Spot Nummer 2. Ja, ich muss auch sagen, das sieht von außen besser aus. Bauchschmerzen sind auch wieder ein bisschen weg. Also Hunger ist wieder ein bisschen da, deswegen. Dann kommst du am besten mit. Wir machen schnelle Welle, jetzt holen den Döner raus. Und dann geht's direkt an Runde 2. Vor allem, da sind Leute drin, ne? Ja, da sind Leute drin. Das ist ein gutes Zeichen, da sind wirklich Kunden auch. Hallo, ich habe mich entschieden für den Dönerladen, weil ich war da vor ein paar Monaten essen mit meinen Kollegen. Und ein Kollege lag danach flach. Und ja, ich hoffe, ich bringe das Ding mit nach Hause. Also, wir sind mit getrennten Autos gefahren. Ich scoute schon mal kurz den Dönerladen. Ich sag euch nur eins, es sieht wirklich nicht so berauschend aus. Wir wollen noch einmal kurz für die Kamera, Jungs, was bestellen zu essen, weil wir schon lange unterwegs sind. Und dann sind gleich hoffentlich auch die anderen Jungs da. Bestellst du oft die? Ja, ich bestelle schon oft. Also. Was bestellst du so? Wo bestellst du? Mein ganzes Leben besteht aus Bestellen. Ne? Ich bestelle überall. Ja, so wo Douglas, bestellst du? Nike, das mache ich schon echt viel, ja. Was würdest du sagen, so rein theoretisch, ne? Wenn du sowieso bestellst, und ich würde sagen, wenn du was bestellst, du kriegst noch auf jede Bestellung Geld zurück. Du machst es sowieso und kriegst auf die Bestellung Geld zurück. Und eins noch drauf, wenn du damit anfängst, kriegst du sogar 10 Euro direkt. Ja, das würde ich sofort machen. Würdest du machen? Ja, das würde ich sofort machen. Das klingt gut. Dann habe ich für euch eine Lösung, wie ihr das auch machen könnt. Mit einem Cashback-Anbieter, den größten in Deutschland sogar, mit Schub. Ich sage euch mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Also pass auf, Leute, wie eben gesagt, wenn ihr online bestellt, ob es beim Mediamarkt ist, Expedia, Douglas, Nike, Otto, gebt einfach euren Shop ein, wo ihr bestellen wollt, bei Schub. Ich zeige euch das jetzt zum Beispiel bei Uber, weil wir bestellen jetzt bei Uber Pizza fürs Kamerateam. Ich zeige euch das, wie das funktioniert. So könnt ihr das bei euch auch machen und kriegt bares Geld zurück. Guck mal, ich bestelle jetzt bei Schub, wir wollen bei Uber Essen bestellen. Ihr geht rein, ihr könnt es vom Desktop zu Hause machen oder vom Handy, vom Tablet, von überall, wo ihr wollt. Gebt Uber ein, geht über Uber, geht ihr direkt rein, seht auch schon, 15% für Neukunden, 5% für Leute, die schon registriert sind. Geht auf Cashback aktivieren, seht nochmal die Bestätigung und geht direkt rein auf Uber. Und bestellt ganz normal, sichert euch Cashback. Schub muss ich dazu noch sagen, größter Cashback-Anbieter. 2200 Partnershops, also das war nichts, was ich gerade gesagt habe. Ihr wollt irgendwo bestellen, gebt einfach euren Lieferdienst ein oder da, wo ihr bestellen wollt, oben in der Zeile, guckt, ob was am Start ist, aktiviert das. Schub finanziert sich so, dass ich einfach was abzwacken von dem, was die Partnershops liefern. Genau, der Link ist in der Videobeschreibung, ihr kriegt 10 Euro erstmal direkt. Könnt per PayPal, könnt per Banküberweisung, könnt ihr auszahlen lassen. Ganz normal. Und ja, ich würde sagen, weiter im Video, klickt gerne rauf, guckt euch das an und viel Spaß. Du gehörst dir gleich zum besten Töner auf Deutschland. Nummer 1. Also, wir haben Döner in der Hand, wir blenden mal auch. Wir haben alle einen anderen Döner jetzt bekommen. Also, jeder ist ein bisschen anders. Was uns natürlich auch direkt extrem auch, weil ich weiß nicht, ob du auch so ein dickes Stück drin hast. Nein, und ich habe so Riesenstücke da drin. Hä, meinst du jetzt Käse? Was meinst du? Nee, so Riesenfleischstücke, wie so Würfel. Guck mal hier. Hä, was? Guck mal auf Nahims. Hä, was ist das? Okay, das sieht gruselig aus. Das ist nicht gesund. Probier. Kannst du mal einzeln probieren? Ich hab das. Ja, wollen wir probieren? Ich hab nur normal. Oh. Wie Frikadelle aber. Ja, ne? Ja. Oh mein Gott. Das schmeckt wie Frikadelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, schmeckt aber jetzt schon das Fleisch besser, aber echt versalzen. Das ist richtig salzig. Das ist echt salzig. Aber ich finde, also jetzt ernsthaft, ich fand auch der Laden sah richtig gut aus. Das sah nicht schlecht aus. Also ich weiß nicht, wie bei euch das aussieht. Ich habe extra Tomaten bekommen und ich hasse Tomaten, ne? Ich soll dir extra. Hast du bekommen, ja. Ich soll dir extra, kann ich euch hier kurz zeigen.
Und ich habe nur scharfe Soße bekommen. Aber er macht auch schön Schafskäse drauf. Und ja, so. Schafskäse. Also wir beißen jetzt erstmal rein hier, Leute. Okay, wollen wir rein? Adamo, ja. Rein. So fragwürdig, sag ich euch ganz ehrlich. Oh. Boah, schmeckt auch nur Fleisch, ne? Da ist echt zu viel Fleisch drauf. Alter, ich bin bei Metzger Lesker. Ja, Metzger Lesker. Die Tomaten schmeckt man gar nicht, leider. Also, das war komplett Ausfall. Total Ausfall. Ganz, also wirklich so, dass du Angst hast, den weiter zu essen. Was? Ja. Ich freue mich sehr, wenn die leiden. Ja. Ich muss sagen, wie ist bei dir nach ihm? Erst du bist genau wie Hollis beschrieben hat. Hä, bei mir ist okay? Oder wenn ich jetzt brenne, ich bin ja. Ja, das Fleisch war so unterschiedlich. Wir hatten so dicke Stücken, die hast du nicht gehabt. Ja, ich habe keine dicken Stücken. Ich muss sagen, es schmeckt jetzt nicht geisteskrank, aber es schmeckt echt besser als der erste, weil der erste war wirklich völliger Ausfall. Das ist jedenfalls Frikadelle. Ich habe jedenfalls ein bisschen Geschmack. Der Kalbspieß ist leer. Er hat bei euch das letzte geschnitten. Hast du noch gemacht? Ja, gut, dass die bei uns unterschiedlich ist. Geil, wenn auch mal verschiedene Meinungen sind. Ja, safe, safe. See, ich finde, es schmeckt nicht wie ein Döner irgendwie, oder? Nee, es schmeckt wie eine große Frikadelle mit Brot. so, ja. Es schmeckt gar nicht nach einem Döner. Aber Brot komplett trocken, einfach nur hart von außen. Also das hat für mich nichts mit Liebe zu tun. Aber ich habe noch nie gesehen, dass Schafskäse nach nichts schmeckt. Das ist ja gar nicht möglich, der wurde im Supermarkt gekauft. Ich habe nur so dicke Stücken drin, also ich zeig's nochmal. Ey, kann ich mal probieren? Ist das wirklich schon noch? Schmeckt das denn? Gerne. Ich hab Angst gehabt. Nein, zu viel. Nimm ein ganzes Stück. Warte, das Stück lag auf dem Boden, oder? Ja, hat er nicht gesehen. Nein, hast du nicht gemacht! Hast du ja nicht gesehen. Oh, du! Oh, du bist gemein, aber ist okay. Aber ich muss sagen, das schmeckt echt auch ein bisschen komisch. Ne? So solche Stücke im Döner sind schon echt komisch. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich würde ihn aufessen. Ich lüge nicht. Ich könnte ihn aufessen. Ja? Ja. Komische Soßen auch, also so eine komische Säure, unangenehm. Deine Verlobte würdest du nicht herhalten. Ja, ich würde nicht herhalten dafür. Du bist verlobt, oder? Ich bin verlobt. Ja? Ja, ja, kann ich auch erzählen. Du hast Angst gehabt. Ja, ja. Ja, danke. Okay, ey, der Käse ist einfach komisch, Digga. Also ich hab lange nicht mehr so einen komischen Käse gegessen in meinem Leben. Gut, weißt du warum? Weil der sah so drin so schäbig aus. Richtig. Ey, das hört sich mal so gemein an, ne? Ich finde das immer so lustig. Aber das würdet ihr geben, auch so 8 von 10? Ja, aber zum Schluss schmeckt es echt wie ein Brötchen mit dem Brot hier unten. Erst ein bisschen die aufgehört zu essen, wenn wir nicht im Video. Und was sagst du jetzt? Ich finde, man kann ja aufessen. Ich bin ja schon fast durch. Ja, ich gehe auch damit. Ey, Leute, auch unten, das geht gar nicht, Mann. Komischer Beigeschmack jetzt. Also, Leute, tut mir leid, aber ich kann den nicht weiter essen. Deiner sieht irgendwie schlechter aus als meiner. Ich wüsste ja. Gönn dir mal unten bist von mir. Ja, weiß ich nicht. Ich hab noch Boni gegessen. Ich möchte nicht. Stell dir vor, das von deiner Verlobten. Jungs, also der Döner ist echt frech, Mann. Du hast Glück gehabt, auch gehabt, dass er so klein schon war, der Spieß. Also wir werden mal eben kurz die Dinger holen, die Tafeln, dann machen wir Bewertung. Also wir haben dir eine Sache nicht verraten, wir drei kannten den Laden schon. Das, was du vielleicht nicht wusstest, ist, dass die sogar einen Selfmade-Spieß haben und dass die einen neuen Besitzer haben. Und ich würde sagen, wir zeigen alle einmal kurz unsere Punktzahl. Ja. Wir haben dich so verarscht, Bro. 10. Der war richtig gut. Ja, Mann, der war stark. 9-1 zu gehen, weil... Ja. Der macht mit Absicht diese Klumpen rein, weil der halt so starkes Fleisch hat, damit du das Fleisch richtig spürst. Geil. Den Käse hat er aus Griechenland, lässt er extra einfliegen. Jetzt hast du auch das war too much. Das war so viel. Ja, ja, ja. Du hast kurz geglaubt. Ja, ja, ja. Aber du hast es so realistisch rübergebracht, ne? Ja, ich habe gut mitgespielt, aber egal, komm. Okay, ich hau direkt raus. Also ich habe eine 4-3 gegeben, ne? Weil, ich sage ehrlich, der war besser als der andere. Der war auch keine Welt. Die Frikadelle war ein bisschen komisch, aber der hatte jedenfalls ein bisschen Seele. Ich schließe mich da Evanio an. Ich habe 4,0. Ich fand es minimal besser, aber ich habe auch noch versucht einfließen zu lassen. Ich meine, beim anderen haben die Soßen sehr, sehr viel übertönt. Und in dem Fall, das habe ich auch noch versucht, ein bisschen meine Bewertung mit einfließen zu lassen. Ich fand den auch etwas besser als den anderen. Für unentschieden, was wäre unentschieden? 2-6. Nein. Und nein. Nein. Oh, oh mein Gott! Aber war Zufall. Ja, das war Zufall. Ich habe ja eure Bewertung nicht gesehen. Aber den fandest du jetzt wirklich so viel schlechter als den ersten? Leute, ihr merkt ja, jeder war unterschiedlich. Ja. Und bei mir wirklich, ich konnte nicht mehr weiter essen. Das, der Salat unten mit der Soße, Katastrophe, ekliges Feeling sogar. Und auch beim Fleisch die ersten Bissen, Katastrophe. Also wirklich, Gesamtergebnis, wenn ich sage, 70% waren zwar in Ordnung, aber 30% oder 20% konntest du gar nicht essen. Er ist bisher die Nummer 1. Du bist leider schon raus, aber mach nichts, du kommst trotzdem noch. Aber meiner Meinung nach war deiner schlechter. Herzlichen Glückwunsch. Ich fand deinen auch schlechter, muss ich sagen. Ja. Der war auch echt schlecht. Aber stell dir mal jetzt vor, wir kriegen jetzt was noch Schlechteres. Das kannst du haben. Da bin ich sehr gespannt jetzt drauf. Lass uns direkt zum dritten düsen. Let's go.
Wir sind beim letzten Spot, Jungs. Poloch juckt schon, oder? Bisschen, ja. Ja. Ich muss sagen, im ersten ist sehr grummelig, beim zweiten ist okay. Ja, bei mir geht's auch gerade. Ich find's auch lustig, wie stolz sie sind, ne? Weil so voll, die ist auch voll andersrum. Ja, einfach. Ja, freut sich. Nächstes Mal machen wir ein Dating-Format, genau auch umgedreht. Ich bin Hauptteilnehmer. Wir holen direkt, wir machen jetzt nicht keine Ahnung was. Wir gehen in den Tattoo-Laden rein und filmen gleich. Wir holen direkt jetzt den Döner. Moin, ich habe mich random für einen Dönerladen entschieden, da ich nicht aus komme, sondern aus. Und ich hoffe, dass ich mit meiner Wahl richtig liege und das Ding nach Hause hole. Also ich habe eben schon reingeguckt bei den Dönern. Leute, Katastrophe, da ist irgendwas Weißes. Unten, wo das Fleisch reinfällt, beim Dönergerät, irgendwas Weißes. Ich habe keine Ahnung, was es ist, so als getrocknetes Fett oder so. Weiß ich nicht, sieht Katastrophe aus. Was mich überrascht hat, war Granatapfelkerne haben sie drin. Aber die Soßen auch, die sehen so alt aus. Also das könnte nochmal komplett Katastrophe werden, das Ding. Ich hab die eben noch hingeschickt, weil da war so eine weiße Schicht und Leute, die war widerlich. Guck mal das hier. Oh mein Gott. Ja, weiß ich nicht. Ach Digga, ich hab gar keinen Bock da reinzubeißen. Und er kommt eben noch, er kommt und sagt, der hat noch das Fleisch da durchgezogen, eben sagt er zu mir. Und auf ganz Ernst, er wollte es wirklich sagen, da habe ich ihn Hops genommen, hat er nämlich gar nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte auf keinen Döner so wenig Bock, den zu essen. Den fand ich schlimmer als alle. Hat mir den versaut gerade. Er hat gerade was gesagt. Dass ja. Riech mal bitte dran. Oh. Findest du nicht, das riecht ein bisschen nach... Das Ding, ich weiß ganz genau, was er meint. Ja? Ey, weißt du was? Ultimativer Fleischtest, würde ich sagen. Einmal rein ins Fleisch. Übrigens für euch, wir sind im Tattoo-Laden hier. Ich werde zumindest noch von außen auf korrekt auch den Laden zeigen. Wir dürfen hier einfach drehen, also sehr nette Leute hier. Sehr lieb von euch. Oh, ey Jungs. Ey, das kriegt man nicht runter. Ich sag noch nichts. Das ist die einzige. Also ich muss auch was runternehmen. Die machen dann auch korrekt noch Kamerabonus. Also kann ich ja gar nicht essen. Dafür, dass wir uns vergiften, hier, lass den Daumen oben knallen. Ohne Scheiß. Komische, bissige Schärfe auch. Ich seid schon mal im Tzatziki, das ist ja furchtbar. Ey, ich muss echt sagen, Jungs, ich will wirklich nicht weiter essen. Ne? Ich werde niemals weiter essen, wenn wir jetzt nicht auf Kamera werden. Also ich muss sagen, es ist echt nicht gut, aber ich. Boah, man kann schon. Ja, irgendwie ein bisschen schon. Es ist halt wirklich nicht gut. Und ich bin auf Diät, Jungs. Ja. Das ist traurig. Mir schmeckt alles, ne? Geschmack ist auch das Wichtigste, wenn du ein Restaurant hast. Ja. Warum bringt man dann so einen Döner raus? Wenn man einen Laden hat, dann muss man komplett auf den Laden scheißen, eigentlich, ne? Ich sag dir ehrlich, weißt du, was Wichtigste bei Laden ist? Ich schwöre, er kann noch schlechter Döner sein und Standort könnte regeln. Ja, ist direkt an der Bushaltestelle. Also Reeperbahn oder so geht vielleicht noch. Ich sag, Reeperbahn kriegst du einen Döner verkauft, wenn er schlecht ist. Gerade wenn die besoffen sind alle. Ja, hundertprozentig. Ich muss ehrlich sagen, Jungs, das ist das Beste, wenn ihr das Fleisch hier oben wegnehmt, wie bei mir, ne? Dann ist nur Salat und der Salat und das Brot ist okay. Echt sagen, wir haben den Döner ja auch ein bisschen verfälscht, weil hätten wir das jetzt alles draufgelassen, dann hätte ich gekotzt. Aber das Krasse ist jetzt, wer von den beiden hat den schlechteren? Fleisch ist das schlechteste von allen, muss man so sagen, oder? Deswegen werdet vegan. Ja. Was war das denn Weißes, jetzt mal ehrlich, Jungs, was hat er denn da gemacht? Ich hab heute noch nichts gegessen, ne? Aber ohne Scheiß. Das sieht wirklich am schlimmsten aus. Und er sagt mir noch, der hat unser Fleisch extra da durchgezogen, weil er seine Bewertung noch verschlechtern will. Schon vorher hat er so gesagt, zieh mal bitte durch. Ja, Alter, ja! Deswegen, ich freue mich jedes Mal, wenn Holle mich einlädt, weil ich weiß, das ist meine Ausnahme, weißt ja. du? Aber heute war so. Du armer, ja. Nächstes Mal machen wir wieder was Gutes. Ich würde eine 3 geben. Das ist meine schlechteste Bewertung heute. Das Fleisch war eine absolute Katastrophe. Der war sogar noch einen Tick schlechter als der erste. Der hatte irgendwie zwar Leben, aber gruseliges Leben. Also das war ehrlich, das war gar nichts. Da muss ich mich fast schon anschließen. Ich habe eine 2,7 gegeben. Ich fand den auf jeden Fall noch schlechter als den ersten Döner. Problem war bei dem auch noch, das Fleisch war echt sehr, sehr schwach. Nicht essbar, hat ein bisschen nach gerochen, fand ich. Ja. Normalerweise rede ich echt nicht so über Essen. Ne? Also, ohne Spaß, mich kriegst du mit jeder Kleinigkeit schon. Aber das war wirklich nicht gut. Also muss auch einfach sagen, zum Schluss, ich sag's nochmal, keiner weiß, bei welchem Laden wir waren. Von daher ist das legitim. Und wenn Essen schlecht war, wir können ja auch nicht lügen hier. Ne? Wir können nicht lügen. Und ich verstehe nicht, warum Gastronomen sich so wenig Mühe geben. Sogar so noch das mit dem Weißen da drin. Alle Soßen waren schon ausgetrocknet. Also ich checke das nicht. Deshalb Nein. gibt es von mir 2 Punkte. Boah. Boah.
Ah. Hey, Digga. Ah. Hey, vielen, vielen Dank dir. Sehr gut. Brutal, Alter. Brutal. Brutal. Hast du ja mir verdient, ne? Digga. Aber ey, es tut mir mega leid für dich, sag ich dir ehrlich. Aber ich schwöre, wenn du den auch immer probieren würdest, der ist noch schlechter. Jungs, an die anderen. Vielen, vielen Dank, ehrlich. Vielen, vielen Dank. Tut mir leid. Aber warte, darf ich noch mal gucken? Ich einmal nachzählen. Nicht, dass da was fehlt. 8, 9. Nee, stimmt. Oder du gehst in die zweite Runde. Nee, auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Alter, zweite Runde? Nee, auf keinen Fall. Um 3000 Euro. Tschüss, einfach 3. Um 3000 Euro werden es den besseren Döner in der Stadt deiner Wahl zeigen. Ich gehe auf echt auf Nummer sicher. Ja? Ja, das ist mega viel Geld für mich und ich finde das so geil. Wirklich, vielen, ja, vielen, gut, vielen Dank. Wirklich. Ja, okay. Ich habe kurzzeitig gezögert, aber das für mich wirklich. Ich bin mega zufrieden. Boah, aber das freut mich voll. Ey, danke, Mann. Ehrlich, ehrlich. Freut mich danke. Auch. Weshalb eine 2? Ich habe es gar nicht gesagt. Man konnte ihn nicht essen. Also man musste ja alles runterräumen. Das Fleisch. Das ist ja Quatsch. Das ist Quatsch. Ich habe immer noch Hunger. Aber ich muss sagen, es hat trotzdem echt Spaß gemacht, das hat Alter. Spaß gemacht. Ja, voll immer geil. Also Leute, abonniert unbedingt auch meine beiden Liebsten hier in der Videobeschreibung, wer es noch nicht getan hat. Ja, dann danke fürs Zuschauen, lasst den Daumen oben knallen, gerne. Kommentar da, bewerbt euch für die nächste Runde und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.